jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Kinder, wir haben eine Überraschung für euch. Cool, was denn? Schieß los! Ja, wir wollen es wissen! Also gut, ich sage es euch. Wir fahren nach Bonn zum Rhein, das ist ein Fluss dort. Juhu, ist das toll! Ja, danke, das war eine tolle Überraschung. Ja, danke, 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 Mama. Das haben wir gerne gemacht, Kinder. Packt ihr bitte noch eure Badesachen ein? Das ist ja noch cooler. Ja, machen wir. Cool, schön ist es hier. Wozu brauchen wir die Badesachen? Lass dich überraschen, Marlene. Okay. Wir sind da. Hierfür brauchen wir die Badesachen. Wow, ist das cool. Ich wusste gar nicht, dass es ein Freibad in Bonn gibt. Das gibt es schon lange, hier im schönen Bonn. Kommt, lasst uns reingehen. Wir wollen uns ja nachher auch noch Bonn anschauen. Holle und ich setzen uns hier ins Babybecken mit Bob. Okay, Schatz. Der Bob kann aber auch mit mir kommen. Rutschen. Stimmt, sei aber vorsichtig mit Bobby. Klar, Schatzi, bin ich doch immer. Komm, Bobby. Kinder, geht hier bitte alle duschen? Ja, machen wir, Papa. Kommt, wir gehen rutschen. Kommt ihr, wir gehen. Wir wollen uns ja noch Bonn anschauen. Ja, wir kommen. Hier, das ist das China-Schiff. Dort ist ein Restaurant drin. Und das hier ist das Brückenmännchen. Das streckt uns ja den Hintern entgegen. Das Brückenmännchen wurde 1889 von den Bonnern gebaut. Weil sich die Bonner nicht bei den Kosten der Brücke beteiligen wollten, bauten die Bonner die Brücke. Das Brückenmännchen stellt einen nachbarschaftlichen Gruß dar. Okay, Papa, das habe ich jetzt verstanden. Wir möchten euch was mitteilen. Danke, dass wir immer so viele Abonnenten dazu bekommen. Und dass ihr uns immer so nette und liebe Kommentare schreibt. Dafür wollten wir Danke sagen. Jetzt machen wir Fotos von Bonner Sehenswürdigkeiten für euch.
Das waren die Fotos von den Bonner Sehenswürdigkeiten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche ihr kennt. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein schöner Ausflug, den die Schmuckkörbchens gemacht haben. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns...